Ja? Ich hatte eine Kindheit in den 70er Jahren. Glücklicher geht's gar nicht. Das war eine Zeit, das kann man den jüngeren Menschen heute gar nicht mehr vermitteln, was da alles möglich war. Wir waren völlig unbefangen. Es war eine unbefangene Kindheit. Wir konnten zum Beispiel essen, was wir wollten. Ne, damals zum Beispiel Fleisch, ohne Ende. Es gab Fleisch, Schnitzel und als Beilage Schnitzel. So war das. Das konnte man essen. Das war einfach damals, oder was wir auch, Joghurt. Also aber nicht jetzt diesen Joghurt, den man heute, sondern damals, der Joghurt damals, wenn man einen Erdbeerjoghurt gegessen hat, das galt als gesund. Ein völlig überzuckertes Ding, was im Wesentlichen geprägt war. Man hat erkannt, dass es Erdbeerjoghurt sein muss wegen der Farbe. Es war so ein Rosa. Und man merkte dem Rosa, was da war, an, dieses Rosa ist hergestellt bei Bayer Leverkusen. Aber, ne, aber es galt als gesund. Es war vollkommen, da mussten nicht wie heute, weißt du, irgendwelche gefärbten Holzspäne beigebracht werden, die so einen Erdbeergehalt suggerieren. Nein, das war gar nicht nötig. Die haben damals einfach so, es war auch zum Beispiel gar nicht interessant, ob das jetzt rechts oder links drehende Kulturen waren, die da drin. Ganz im Gegenteil, wenn meine Großeltern gehört haben, in ihrem Joghurt sind links drehende Kulturen. Hey, was? Die 68er jetzt schon im Joghurt? Also das wäre gar nicht gegangen, nicht?